Freunde, ich zeige euch heute drei Übungen gegen Schulterschmerzen, Verkürzung, Verspannung in diesem Bereich, aber auch gegen eine typische Fehlhaltung. Direkt nach dem Video hatte ich leichte Rückenschmerzen. In den nächsten 2 Stunden wurden die Schmerzen so stark, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Ich lag nur noch flach im Bett und es auch noch den nächsten ganzen Tag. Jetzt nach 2 Wochen bin ich wieder in der Lage, am PC zu sitzen, für euch Videos zu schneiden. Und das eigentlich auch nur dank Mobility Training und natürlich auch durch viel Ruhe, Entspannung und etwas Massage. Natürlich ist das Ganze von Mensch zu Mensch anders. Ich kenne welche, die machen nie Mobility Training, die sind absolut nicht sportlich, aber wenn sie sich bücken, dann kommen sie mit den Handflächen bis zum Boden. Ich meine, damit ich das überhaupt erreichen konnte, musste ich wochenlang trainieren. Kurz zu meiner Verletzung im Rücken. Das lag eigentlich nur an der zu stark verspannten Muskulatur. Der Arzt hat gemeint, das ging sogar so weit, dass sich die einzelnen Wirbelsäulen im Brustbereich leicht verschoben haben und das hat auch schon den Schmerz ausgelöst. Damit will ich euch einfach nur zeigen, wie wichtig Mobility Training eigentlich ist. Die erste Übung mache ich immer vor jedem Oberkörpertraining und hier geht es einfach nur darum, die Arme zu kreisen. Dafür stellen wir uns seitlich an die Wand und versuchen, die Arme zu kreisen. Dabei achtet auch darauf, dass der Oberkörper immer bei der Ausführung gerade ist. Sobald ihr merkt, okay, das geht nicht mehr weiter, ihr müsst mit dem Oberkörper zur Seite neigen, ist es überhaupt nicht schlimm. Nehmt einfach nur mehr Abstand zur Wand und probiert das Ganze nochmal aus. Und macht das so lange, bis ihr euch einfach nur wohlfühlt und bis der Schmerz gerade noch so erträglich ist und ihr mit dem Oberkörper gerade bleiben könnt. Ich würde das Ganze in beide Richtungen ausführen und das jeweils 5-mal. Ganz langsam, kontrolliert und bleibt vielleicht ab und zu mal in der Position, wo es so richtig zieht, wo es am schmerzhaftesten ist, für ein paar Sekunden. Die zweite Übung ist der ersten sehr ähnlich. Dafür brauchen wir aber ein Seil, ein Handtuch oder ein Gürtel oder auch einen Stock. Wichtig ist nur, dass wir uns mit beiden Händen breitgreifend festhalten können. Ihr bewegt die Hände dabei über den Kopf nach hinten, bis ihr den Rücken mit dem Handtuch oder mit dem Stock berührt. Wenn ihr euch dabei aber wirklich sehr schwer tut, ihr merkt, dass ihr nicht nach hinten kommt mit den Händen, dann versucht einfach nur breiter zu greifen. Und wenn das nicht hilft, dann ist die Übung genau das Richtige für euch, denn das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Verspannungen in diesem Bereich einfach nur stark sind. Übrigens genau diese Verspannungen im Brust- und Schulterbereich führt dazu, dass viele im Gym mit dieser Haltung rumlaufen, aber viele, die im Büro arbeiten oder allgemein in ihrem Beruf oder in ihrem Alltag sehr viel mit den Händen vorne vor sich hinarbeiten, nehmen mit der Zeit entweder diese Haltung oder ein Hohlkreuz ein. Und wenn wir einfach nur daran denken, wie oft wir am Tag eigentlich unsere Hände über den Kopf strecken, das passiert höchstens vielleicht einmal am Tag, wenn wir in der Früh aufstehen und uns kurz dehnen. Das war's aber auch schon. Die meiste Zeit befinden sich unsere Hände entweder unten oder vor dem Körper. Und wenn ihr mal die Menschen anschaut, die eine sehr starke Fehlhaltung entwickelt haben, dann machen die es nicht, weil es ihnen Spaß macht. Und sie können sich auch nicht einfach nur gerade aufrichten und wieder normal laufen, sondern das alles liegt wirklich an den Verspannungen, an den verkürzten Muskeln. Und das ist wirklich ein sehr langsamer und schleichender Prozess, der über Jahrzehnte stattfindet. Wir merken es zwar nicht von heute auf morgen, aber wenn wir uns nicht regelmäßig dehnen oder wenn wir uns nicht uneingeschränkt bewegen im Alltag, dann passiert es uns auch. Deswegen, Freunde, sollte sich jeder 5 bis 10 Minuten am Tag mindestens nehmen, um sich richtig zu dehnen. Und diese Übung könnt ihr wirklich überall ausführen, in der Arbeit, im Gym, zu Hause, am Schreibtisch, beim Kochen, also wirklich überall und zu jeder Zeit. Für die zweite Übung würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mindestens 3 bis 5 Mal auszuführen, ganz langsam. Und hier gilt wieder das gleiche wie bei der ersten Übung, in der Position, wo es am meisten zieht, mal kurz zu bleiben, hier aber ein bisschen länger als bei der ersten Übung. Ich würde 5 bis 10, vielleicht sogar 20, 30 Sekunden empfehlen. Dadurch gibt ihnen die Muskel einfach nur Zeit, sich zu entspannen, sich wirklich richtig zu dehnen und dann könnt ihr auch schon weitermachen. Wenn wir so richtig überlegen, wann und durch welche Bewegung, in welcher Position dehnen wir eigentlich den mittleren Schulterkopf. Und das passiert eigentlich so gut wie nie. Und genau das machen wir jetzt bei der dritten und auch schon letzten Übung. Ich habe dir immer
gemacht zum Spaß, als ich klein war, ungefähr im Kindergarten. Da haben wir uns mit den anderen Kindern ein bisschen gebattelt, wer gelenkiger ist. Und versucht hier wirklich so weit zu kommen, dass ihr euch hinter dem Körper die Hände reichen könnt. Es ist nicht einfach, es wird auf jeden Fall wehtun, aber es wird euch danach richtig, richtig gut gehen. Übertreibt es aber nicht gleich, wenn es von Anfang an nicht funktioniert, lasst euch wirklich Zeit. Bleibt wieder in der Position, wo es am meisten zieht, für, ich würde sagen, sogar für 30 bis 60 Sekunden. Und wenn ihr wirklich merkt, es tut zwar nicht weh, aber es tut euch schwer daran, weiterzukommen. Dann nutzt eine Wand oder irgendeine Kante als Hilfe, um den Ellbogen ein bisschen mehr zur Seite zu drücken. Das hilft mir wirklich immer und sobald sich die Fingerspitzen erstmal berührt haben, dann geht das Ganze von alleine. Und Freunde, lasst euch wirklich Zeit. Ihr müsst nicht von heute auf morgen gleich den Spagat können, aber jeden Tag 5 bis 10 Minuten, die werden euch wirklich, wirklich sehr weit bringen. Und das war's auch schon mit dem Video, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und falls ja, lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Kommentiert auch für den Algorithmus. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.